Für Deutschland sind es noch 12 Spiele bis zur Heim-EM 2024. Jetzt fehlen auch noch wichtige Leistungsträger und Hansi Flick nominiert Spieler, die man überhaupt nicht kennt. Droht der Umbruch etwa zu scheitern? Das kritisiert zumindest Lothar Matthäus, aber keine Sorge, wir stellen euch die neuen Nationalspieler mal vor. Ich bin Jonas und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talentwatch, heute mit dem DFB-Spezial. Wie wir alle wissen, war die WM in Katar sportlich eine Katastrophe und Hansi Flick muss jetzt in der kurzen Zeit bis zur Heim-EM noch einiges am Kader verändern. Jetzt hat er für die kommenden Freundschaftsspiele gegen Peru und Belgien erstmal 5 neue Gesichter berufen. Doch wer diese eigentlich sind und ob sie überhaupt eine Bereicherung fürs DFB-Team sein können, klären wir jetzt und wir fangen an mit Malik Chau. Chau spielt aktuell für die AC Milan, ist 21 Jahre alt und hat einen Marktwert von 15 Millionen Euro. Im vergangenen Sommer wechselte er noch aus der zweiten Liga vom FC Schalke in die Serie A zu Milan. Bei Milan spielt der 21-Jährige aktuell den linken Part in der Dreierkette und hat spätestens im Champions-League-Achtelfinale gegen die Spurs gezeigt, dass er für große Aufgaben bereit ist. In 2 Partien gegen Tottenham mit Topstürmer Harry Kane machte Chau einen überragenden Job. Milan hielt 2-mal die Null und Chau wurde sogar im Hinspiel von Milan-Fans zum Man of the Match gewählt. Sein Trainer Stefano Pioli sagte über ihn, ich sehe, wie er jeden Tag im Training arbeitet. Mit diesem Jungen sollte man rechnen. Zu rechnen ist mit ihm auf jeden Fall, vor allem weil er flexibel einsetzbar ist und das schätzt Flick bei seinen Spielern sehr. Chau kann als Innenverteidiger sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette spielen und besticht dort mit starkem Zweikampfverhalten. Der Innenverteidiger spielt dabei sehr körperbetont, hat bei seinen Grätschen ein gutes Timing und ist auch in der Luft eine Macht. Und das bestätigen auch die Zahlen. Laut FBref ist er schon bei Zweikämpfen, Klärungsaktionen und Kopfballduellen in elitären Bereichen unterwegs. Sorge macht mir auf der anderen Seite eher sein Passspiel, aber da kann er sich in den kommenden Jahren mit zunehmender Erfahrung noch verbessern. Chau zu nominieren war aber auf jeden Fall die richtige Entscheidung und das nicht nur, weil er wegen seiner Mutter auch für Finnland hätte spielen können. Nein, Chau ist eins der besten Innenverteidigertalente Europas und da ich Deutschland zukünftig eher in einer Dreierkette erwarte, braucht es dann noch junge Alternativen zu Rüdiger, Süle und Schlotterbeck. Unser nächster zukünftiger Nationalspieler ist erst vor kurzem in die Premier League gewechselt, konnte da aber noch nicht so wirklich überzeugen. Kevin Schade ist erst im Winter von Freiburg nach Brentford gewechselt, zunächst zwar nur auf Leihbasis, die Bees besitzen aber eine Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Euro. Schade ist aktuell 21 Jahre alt und hat einen Marktwert von 20 Millionen Euro. Für mich kam der Wechsel allerdings zu früh. In Freiburg hätte Schade mit Christian Streich ein ideales Umfeld für seine Weiterentwicklung gehabt. Der Premier League ist der Druck hingegen so viel größer und Schade ist auch aktuell noch kein Stammspieler, sondern kommt, wenn überhaupt, nur von der Bank. Der 21-Jährige ist vorzugsweise auf dem rechten Flügel zu Hause und seine größte Stärke ist eindeutig sein Tempo. Am liebsten legt er sich den Ball außen am Gegenspieler vorbei und bricht zur Grundlinie durch. Seinen Gegenspieler schlägt er meist nur mit Tempowechseln. Da er ebenfalls keine gute enge Ballführung hat, sind Dribblings immer ein bisschen problematisch. Hier erinnert er mich häufig an einen jungen Kingsley Coman, obwohl ich nicht glaube, dass er das Potenzial des Franzosen hat. Zudem hat der Ex-Freiburger Defizite im Kreieren von Chancen und im Abschluss, deswegen sehe ich ihn beim DFB-Team maximal in einer Rolle wie David Odonker bei der WM 2006. Hier könnte er von der Bank kommen und mit seinem Tempo nochmal neue Akzente setzen. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, allerdings nicht an regelmäßige Einsätze fürs DFB-Team für Schade. Unser dritter Kandidat hat erst vor 2 Wochen doppelt gegen die Bayern getroffen und wie diese Woche bekannt wurde, will sein Verein die Kaufoption für ihn in Höhe von 4 Millionen Euro unbedingt ziehen. Die Rede ist natürlich von Mergin Berisha, der mit 24 Jahren zwar schon etwas alt für eine Folge Talentwatch ist, aber wir müssen hier einfach kurz über ihn reden, auch weil er mich vor 2 Wochen, als ich ihn live in der Allianz Arena sehen konnte, wirklich beeindruckt hat. In der Bundesliga kommt er in dieser Saison in 19 Spielen auf 8 Tore und 4 Vorlagen. Und das ist für ein Team wie Augsburg, das in der Bundesliga nur wenig offensive Durchschlagskraft hat, wirklich beeindruckend. Berisha bewegt sich dabei besonders im Strafraum richtig clever, ist häufig anspielbar und kann die Bälle auch gut verwerten. Schwächen weist er hingegen im Kombinationsspiel und im Dribbling auf. Mit seinen Stärken passt er für mich aber trotzdem sehr gut ins DFB-Team. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass er bei der EM24 die Rolle von Niklas Füllkrug als Stoßstürmer von der Bank einnehmen kann. Der vierte Spieler, den ich euch heute vorstellen möchte, ist der Bruder eines Nationalspielers und er feiert aktuell in der Saison bei Wolfsburg seinen Durchbruch. Felix Metscher ist offensiver Mittelfeldspieler, 22 Jahre alt und hat einen Marktwert von 3 Millionen Euro. Er stammt wie sein Bruder Lukas aus der Manchester City Jugend und wechselt im Sommer 21 für 450.000 Euro zum VfL Wolfsburg. Der 22-Jährige ist sowohl auf der 10 als auch auf der 8 einsetzbar und ist mit seinen 1,90 Meter Körpergröße eine richtige Erscheinung auf dem Feld. Er besitzt ein solides Auge für seine Mitspieler, hat eine gute Technik, mir fehlt aber bei ihm so dieser eine Skill, den er zukünftig auf Weltklasse-Niveau beherrschen kann. Und so glaube ich, dass er sich auf der Position im zentralen offensiven Mittelfeld beim DFB-Team nicht durchsetzen kann, auch weil er mit Musiala und Wirt sich zwei der größten Talente der Welt tummeln. Ich finde Felix Metscher als Spieler wirklich interessant und glaube auch daran, dass er mal ein guter Bundesligaspieler werden kann. Ich glaube allerdings nicht, dass es mal fürs Nationalteam reichen wird.
Unser letzter möglicher Debütant ist hier die größte Überraschung, die Flick aus dem Hut gezaubert hat. Joscha Wagnumann wechselte vor der Saison für 3,5 Millionen Euro vom HSV zum VfB Stuttgart, wo er aktuell eine durchwachsene Saison spielt. Der 22-jährige Rechtsverteidiger hat in der Bundesliga für einen Abstiegskandidaten erst 4 Spiele über 90 Minuten gemacht und Bruno Labbadia setzt lieber auf den Innenverteidiger Waldemar Anton als auf Wagnumann rechts hinten. Wagnumanns Spiel lebt grundsätzlich stark von seiner Athletik. Er ist defensiv robust, auch wenn seine Zweikampfquote nicht die beste ist, aber seine größte Stärke sind die Läufe in der Offensive, wo er für einiges an Gefahr für einen Außenverteidiger sorgt. Technisch ist er allerdings in der Ballannahme und Verarbeitung zu unsauber, weswegen trotz guter Läufe häufig nur wenig dabei rumkommt. Ich sehe für Wagnumann ehrlich gesagt keine Zukunft beim DFB, weil Rechtsverteidiger mit Offensivdrang, wie zum Beispiel der deutlich bessere Riedle Baku, von Flick häufig ignoriert wurden. Und bei den aktuellen Leistungen hat er auch überhaupt nichts in einem DFB-Team zu suchen, was bei der Heim-EM was reißen will. Und jetzt seid ihr gefragt, welcher der 5 Kandidaten muss unbedingt mit zur Heim-EM? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, lasst außerdem gerne mal ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Talent Watch. Bis dahin, bleibt geschmeidig.